Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, setzt Lego im Jahr 2021 in der Lego Star Wars Reihe auf ein neues Konzept. TIE Fighter und X-Wing werden halb so groß wie zuvor und wir haben jetzt erste, Bilder in Anführungsstrichen zum TIE Fighter und ich muss sagen, mir gefällt dieses Konzept richtig gut. Jetzt geht's los. Hallo Freunde des Steins und herzlich willkommen zurück zur Brick Story. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es um die neuen Lego Star Wars 2021 Sets. Hier sind erste, Leaks würde ich jetzt nicht nennen, aber erste Bilder aufgetaucht. Die kann ich aber hier nicht teilen. Die waren wohl ursprünglich mal an irgendwelche Großkunden gerichtet. Ihr wisst ja, die bekommen manchmal schon vorab irgendwelche Concept Art Bilder, damit sie sich einfach ein vorheriges Bild darüber machen können. Diese kann ich aber wie gesagt hier nicht teilen, deshalb habe ich mich drangesetzt und habe von diesem TIE Fighter, der auf den Bildern zu sehen ist, ein Rendering gemacht. Die Qualität von dem Rendering ist 100-mal besser, es ist halt hoch aufgelöster, damit ihr euch ein Bild machen könnt, wie diese downgegradeten TIE Fighter denn dann aussehen. Das war nämlich eine meiner größten Sorgen, dass der einfach dann hässlich ist, dass man sie sich gar nicht angucken möchte für 40 Euro. Aber wenn ich jetzt euch mal das Bild einblende, diese Größe für den TIE Fighter haben, vielleicht sind ein paar Steine anders, die Minifiguren waren leider auch nicht auf den Bildern zu sehen, aber ihr seht, das Ding sieht richtig gut aus. Für 40 Euro, das ist so genial. Dafür 1 plus mit Sternchen an Lego. Ich weiß noch damals, als ich so meine Hochstar-Ausphase hatte, da gab es einen TIE Fighter für 50 Euro. Nie im Leben hätte ich das Geld gehabt, einen TIE Fighter für 50 Euro zu kaufen. Nie im Leben hätte ich mir einen TIE Fighter für 50 Euro gekauft, weil es dann halt einfach nur ein Starfighter ist mit 4 relativ lame Minifiguren. Und der letzte TIE Fighter, der hat tatsächlich 70 Euro gekostet. Und den hier bekommt ihr jetzt einfach für 40. Für 40 Euro finde ich das vollkommen in Ordnung. Da kann man das ohne Bedenken machen. Und vor allen Dingen, es sind ja immer noch 3 Minifiguren mit dabei. Die 3 Minifiguren bekommt man halt auch, wenn man das Set dann kauft. Und ihr könnt euch simpel davon eine riesige TIE Fighter Armee aufbauen. Das ist quasi die Hälfte. Und jetzt rechnet nochmal dazu, der X-Wing kostet 50 Euro. Wenn der genauso gut aussieht wie dieser hier jetzt, dann habt ihr für 90 Euro TIE Fighter und X-Wing, wo ihr früher 170 Euro für ausgeben hättet müssen. Ich bin gerade echt im 7. Himmel. Ich kann verstehen, dass es jetzt vielleicht ein paar Erwachsene-Fans gibt, die das Geld halt einfach so haben, was sie dann für Lego ausgeben können. Und dann halt diesen TIE Fighter sich direkt kaufen können und lieber den großen haben wollen. Aber ehrlich, Lego macht jetzt inzwischen so viel mehr für Erwachsene-Fans. Die Büsten, die Kinder überhaupt nicht interessieren, die Mosaike etc., wo man Geld für ausgeben kann, dann ist es doch genial, wenn die Spielsets kleiner werden, gut aussehen und damit erschwinglicher für Kinder sind. Ich finde das richtig gut. Ich habe da echt Schlimmes erwartet. Ich habe damit gerechnet, dass es einfach nur so eine einzelne Platte wieder bei dem Junior-Set bei diesem X-Wing Starfighter wird. Ich freue mich gerade richtig. Ich freue mich jetzt auch noch, die Minifiguren zu sehen. Ich freue mich auf den X-Wing. Aber natürlich die Kritik vom letzten Video, dass es halt wieder ein X-Wing ist und wieder ein TIE Fighter ist, die bleibt bei mir gleich. Man hat halt jetzt wieder den X-Wing Starfighter und wieder was von der Originaltrilogie. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Denn nein, dieser TIE Fighter, wie ihr sehen könnt, der basiert nicht auf The Mandalorian. Ein paar Worte hier noch zu diesem Rendering. Ihr habt hier vorne solche zwei Spring-Loaded Shooter mit dabei. Ihr habt da vorne diese Cockpit-Klappe, die man aufklappen kann, dabei. Die ist bedruckt. Dort oben das Teil ist bedruckt. Kann sein, dass es vielleicht leicht anders ist im Vergleich zu dem, was ich jetzt hier habe. Die beiden Flügel an der Seite sind natürlich identisch. Und es ist auch noch so, manchmal waren die Gelenke hier bei mir jetzt nicht so ganz aufeinander abgestimmt. Das musste schnell gehen mit dem Rendering, deshalb war es halt nicht so perfekt. Und an den Flügeln, da sieht es auf dem Bild so aus, als ob da neue Teile verwendet werden, um das halt zu befestigen. Diese gab es dann natürlich noch nicht im Programm, deshalb sind die hier auch noch nicht eingebaut. Ja, ich hoffe, euch hat das soweit gefallen. Das Rendering war ziemlich viel Arbeit jetzt im Vergleich zu diesem relativ kurzen Video. Ich bin gespannt auf den X-Wing, ich bin gespannt auf das Shuttle Tidarium. Hoffe, dass da auch sinnvolle Minifiguren mit dabei sind. Bin auch gespannt auf das Mandalorian-Set. Und ja, habt einen wunderschönen Tag. Guckt auch hier gerne euch das Video mit den Lichtschwertern an, was ich gestern gemacht habe. Das war auch ein sehr aufwendiges Video. Bis dahin. Ciao, ciao.